Alter! Moin meine lieben Leute und herzlich willkommen. Heute haben wir einen Start im Auto. Konzi ist mit dabei. Moin. Und wir machen uns jetzt auf den Weg, weil wir was ganz Besonderes haben. Und zwar steht nämlich heute ein SAD-Drehtag an, wo sogar der gute Norman mit dabei ist. Ja, er war schon länger nicht da, aber er ist back. Aber dazu erzähle ich gleich mehr. Wir müssen unbedingt los. So Leute, ihr seht es, wir sind jetzt auf dem Sportplatz und ihr wisst es ja, ihr wisst ja, wie unser Sportplatz aussieht und ihr müsst doch sagen, ehrlich gesagt, auf so einen schönen Sportplatz haben wir wirklich noch nie im ganzen Leben aufgenommen. Echt wirklich nochmal ein großer Shootout an Kirchlengern, die uns das ermöglicht haben, dass wir hier auf dem Platz dürfen. Könnt ihr gerne mal abchecken. Und nochmal ein großes Dankeschön an 4 gegen 2, weil das sind die Handschuhe, die Norman gleich tragen wird. Falls ihr hierzu einen Test sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. So Leute, ganz wichtig und interessant ist, dass der Norman gleich noch dazu stößt. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich, weil er ja auch schon öfters hier auf dem Kanal war. Aber heute ist das sozusagen ein Comeback, weil er nämlich einen Kreuzbandriss hatte. Deswegen ist es einmal Comeback hier auf dem Kanal und die zweite Sache, dass es ein Comeback ist auf dem Sportplatz, weil er seitdem auch noch nicht wieder richtig Fußball gespielt hatte. Deswegen werden wir gleich eine entspannte Trainingsrunde erstmal machen und danach werde ich auch noch so ein bisschen bei einem Drehtag begleiten, was wir heute alles aufnehmen. Und da ist er endlich angekommen, back auf dem Kanal. Silvio ist heute auch mit dabei, er ist der zweite Torwart und ihr seht es an seiner Hand, ganz niegelnagelneue Torwarthandschuhe von der Marke CM. Wenn ihr wollt, können wir die auch mal testen, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Dann genug geschnackt Leute, jetzt geht's zum Torwarttraining. Norman zieht sich jetzt die 4 gegen 2 Handschuhe an und dann geht's los. Ihr werdet jetzt sehen, jetzt hartes Training, knallhart durchziehen. Genau, Chefcoach sagt an, wenn es losgeht. Oh, ist das ekelhaft, ist das ekelhaft. Ihr macht das sehr gut. Oh, oh, da verspringt ihn der Ball. Sieg, Silvio. Oh, da hat er gewonnen. So, zweite Runde. Silvio kann schon gewinnen, Norman kann ausgleichen. Cheftrainer sagt wieder, wenn es losgeht. Was macht ihr denn jetzt? Du legst. Oh, der war teuer. Extra schön, damit die Zeit auf 10 Minuten gestreckt werden. Leute, ich brauche eine neue Kamera. Werbung muss laufen. Sehen wir ein bisschen zurück. Wir schauen uns hier. Ja, ein bisschen noch. Seid ihr bereit? Dann könnt ihr los! Oh, und da seid ihr zugebaut. So Jungs, wir haben jetzt ein bisschen Torwarttraining gemacht, also wir Feldspieler und die Torleute sind warm. Jetzt machen wir jetzt mal ein paar Freekicks.
So Leute, wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben den Drehtag so fertig. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir haben diese Art eigentlich noch nie so ein Video gemacht. Aber ich hatte jetzt einfach mal Bock auf so einen Vlog, dass wir euch einfach mal so mitnehmen, wie das ein bisschen so hinter den Kulissen läuft. Weil wie gesagt, heute, wir haben nämlich einmal so ein bisschen Torwarttraining gemacht, um einen Handschuh zu testen für Kreisliga-Keeper, also für Silvio. Haben dann ein paar Freekicks gemacht, einmal für den Adidas X und für den Adidas Predator. Tests kommen auch noch bald auf YouTube. Und dann zum Schluss haben wir noch eine Challenge gedreht. Jetzt noch Heimweg und dann sehen wir uns. Ciao.